Zdraví, milí diváci, teraz prichádza model und Bahn. Hallo, liebe Zuschauer, jetzt kommt Model und Bahn. Hallo liebe Freunde der großen und kleinen Bahnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Sendung, Ausgabe 2015 von Modell und Bahn. Und die beginnen wir traditionsgemäß hier von der Nürnberger Spielwarenmesse. Das ist übrigens die 66. Unser Programm ist sehr reichlich vollgepackt mit Neuheiten. Deshalb sage ich ganz einfach, wir laden Sie jetzt ein, machen Sie es bequem in Ihren Sessel. Wir zeigen Ihnen jetzt im ersten Teil unserer Sendung die Neuheiten hier von dieser Messe. Als vor 70 Jahren die Firma HP Production in Jana, USA, mit der Herstellung erster Modelle im Maßstab 1 zu 120 unter der Bezeichnung TT, Tabletop, begann, ahnte wohl der Gründer nicht, dass diese Modelle zur Erfolgsgeschichte einer kleinen Modellbahnspur werden sollten. 1948 übernahm diese kleine Spur die Firma Rokal in Westdeutschland. Ab 1957 produzierte in Ostdeutschland die Firma Zeuge und Wegwert KG die ersten Modelle. Heute sind die Modelle unter dem Namen Tillich der Begriff für tausende Modellbahner. Und was Tillich 2015 Neues hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zu bieten hat, erklärt uns jetzt Heiner Groh. Ja, Heiner Groh, bevor wir zum Neuheiten vorstellen, kommen wollen. Meine Quizfrage, wissen Sie, wie lange eigentlich schon die Spielwarenmesse Nürnberg gibt? Also so genau weiß ich es nicht, aber wie man mir zugetragen hat, soll es dieses Jahr die 66. sein. Die 66. Spielwarenmesse, die Antwort war natürlich goldrichtig. Was hat Tillich dieses Jahr den Modellbahnern 2015 zu bieten? Ja, wir haben in diesem Jahr natürlich viele neue Modelle, darunter auch viele Formneuheiten, die wir unseren TT-Modellbahnen anbieten. Wir sind dabei, eine Lokomotive jetzt zu verwirklichen, natürlich auch Güterwagen oder auch weiteres Zubehör dazu. Ich denke mal, da ist für jeden Modellbahner etwas dabei. Ein Highlight dieses Jahr ist sicherlich die Baureihe 95, die wir umsetzen werden, die wir auch im letzten Jahr schon mal angekündigt haben und die jetzt leibhaftig hier schon in der Vitrine steht, als ein erstes Vorserienmodell oder als ein erstes Handmuster. Und wir sind guter Dinge, dass wir diese auch dann halt im Laufe dieses Jahres allerdings erst so als richtiges Weihnachtsgeschäft für unsere Kunden, als Weihnachtsgeschenk für unsere Kunden dann Richtung Dezember dieses Jahres herausbringen würden. Also wissen jetzt schon mal die Frauen oder die Männer von Frauen oder die Frauen von Männern, was sie zu Weihnachten ihrem Liebsten zu schenken haben. Wer auch immer wem irgendetwas schenken möchte, ich denke mal, etwas von der Firma Tillich ist auf alle Fälle mit dabei. Das war ein ganz gutes Wort. Ja, Gaskesselwagen. In TT als Handmuster ist da mit Sonnendach. Was ist das? Das ist richtig. Wir haben also dort einen vierachsigen Gaskesselwagen, den wir dieses Jahr als Neuheit präsentieren wollen. Diese Gaskesselwagen sind ja sehr häufig in Ganzzügen gefahren. Wir haben jetzt als erstes angekündigt für diese Spielwarenmesse eine kurze Bauform. Diese wird dann halt ergänzt Richtung Herbst durch eine längere Bauform. Und auch von diesen beiden Bauformen haben wir bereits Vorserienmuster hier bei uns in der Vitrine stehen. Und gebaut werden sie dann für beide Bahnverwaltungen, Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn? Also dort gibt es sicherlich, sage ich mal, viele Bereiche, in denen man diese einsetzen kann. Natürlich ist auch die Privatbahn mit dabei und von daher haben wir dort viele, viele unterschiedliche Varianten, die wir in der Zukunft dann auch anbieten wollen. Und dann gibt es ja immer wieder diesen Klassiker, die Selbstentladewagen. Das ist ja auch immer ein ganz besonderes Highlight und wenn man vor allem lange Züge fahren will, ja auch immer genau das, was Modellbahner haben möchte. Und auf Reichsbahngleisen sind die Dinger ja immer rumgefahren. Das ist vollkommen richtig und daher haben wir uns auch in diesem Jahr entschlossen, dort neue Selbstentladewagen aufs Gleis zu stellen, Bauart OOT 41 bzw. 44, die sich also durch die Bauform schon einmal unterscheiden. Das heißt eine hohe Bauform oder auch eine niedrige Bauform. Mhm.
dann verlassen wir immer ganz schnell die Schiene und kommen auf die Straße. Sie bieten ganz besonders an diverse Varianten vom LKW Robur. Was sind das für Varianten? Ja, wir haben im letzten Jahr mit dem Robur als Formneuheit oft in, sag ich mal, den Modellbahnern zur Verfügung gestellt, teilweise als Einzelmodell oder auch als Beladung, als entsprechenden Niederbordwagen. Und diese entsprechenden Formen haben wir halt nochmal überarbeitet, beziehungsweise haben auch dort weitere Varianten, zum Beispiel als Plitsche-Plane-Version oder auch dann halt als Kastenversion, die wir in diesem Jahr anbieten. Mhm. Und den Vorläufer, kann man nicht sagen, der Vorläufer vom Robur, den gibt es eigentlich gar nicht, den Garant. Aber Sie haben ja den H3A bzw. S4000 ja ebenfalls hier noch stehen. Richtig, auch den H3A, der ist ja schon seit vielen, vielen Jahren bei uns im Sortiment. Den haben wir mal etwas überarbeitet, etwas aufgewertet. Das heißt, den gibt es zukünftig dann zusätzlich als Kipper-Version oder auch als Pritsche-Plane-Version oder auch als Kasten-Version. Und dort haben wir bereits in den Neuheiten jetzt 4 oder 5 verschiedene Varianten, die wir dort schon wieder anbieten. Mhm. Dann kommen wir wieder zu Selbstentladewagen. Diesmal ist die Bauart FACNNS. Ja, auch die Selbstentladewagen H0 sind bei uns ein Thema. H0 ist ja eine Nenngröße, die wir auch seit einigen Jahren bei uns im Sortiment führen. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Jahr in der Umsetzung einen neuen vierachsigen Selbstentladewagen FACCNS Bauart, den wir zusammen mit der HVLE, der Havelländische Eisenbahngesellschaft, aufs Gleis gestellt haben, die jetzt in einem ersten Zug circa im Mai, Juni dieses Jahres diesen als separates Modell bekommt und wir dann diesen Artikel dann halt auch als Set bei uns im Sortiment mit übernehmen werden. Ja, und dann kommen wir zu was ganz Besonderes. Dann gehen Sie wieder ins Ausland, zu den tschechischen Staatsbahnen. Sie haben da eben diverse Kesselwagen ebenfalls anzubieten. Ja, wir haben dort einen zweiachsigen Kesselwagen, dessen Fahrgestell immer auf dem gleichen Baustand aufbaut. Wir aber den mit verschiedenen Bühnenaufbauten, mit verschiedenen Kesselvarianten entsprechend ausschmücken werden. Und so haben wir in diesem Jahr gleich zu Anfang circa 5 verschiedene Varianten, die wir dort anbieten können. Ob das deutsche Reichsbahn ist, dänische Staatsbahnen sind mit dabei oder auch tschechische Bahnen sind mit dabei. Also auch dieser Wagen im H0-Bereich wird sicherlich in den nächsten Jahren mehr und mehr bei uns im Sortiment zu finden sein. Und last but not least haben wir noch eine Dampflokomotive der Baureihe 99 anzubieten. Das ist richtig. Und da gehen wir dann halt in unsere dritte Nenngröße, wenn man es mal so nennen darf, im Bereich der Schmalspur. Mhm. Ja, die Schmalspur bei uns ein sehr, sehr großes Thema in den letzten Jahren, was wir auch immer sukzessive ausgebaut haben und bereits im letzten Jahr ja leicht angedeutet haben, dass wir uns eben also eine größere Dampflok vornehmen wollen, und zwar einen Fünfkuppler. Und in diesem Jahr soll es soweit sein. Wir werden also einen Fünfkuppler für unsere Kunden aufs Gleis stellen in der Nenngröße H0M. Und wir haben jetzt hier auf der Messe, das freut mich, ein erstes Vorserienmuster oder Handmuster, wo auch der Kunde wirklich mal sehen kann, wie denn das eventuell im Lauf des Jahres in der Entwicklung dann halt stattfinden wird. Und auch diese Lok, dieser Fünfkuppler, wird circa zum Jahresende hin lieferbar sein. Also alle Modelle, die wir jetzt besprochen haben, das kann ja nur ein kleiner Teil von dem sein, was Sie tatsächlich auf der Messe auch ausstellen, wird dieses Jahr noch im Handel erscheinen. Das ist richtig. Wir sind also guter Dinge, dass wir alles das, was wir auch eben hier ankündigen, bis auf 1, 2 Neuheiten, wo wir es aber separat schon sagen, dass die wahrscheinlich erst 2016 kommen. Aber diese Highlights, die wir hier besprochen haben, die wir hier genannt haben, die sollen Richtung 2015 noch in den Handel geliefert werden. Lieber Heiner Groh, vielen Dank für dieses tolle, kurze, knackige Gespräch mit den vielen Neuheiten, die wir da kurze Zeit unterbringen konnten. Wir wünschen Ihnen für die 66. Messe natürlich alles Gute hier und viel Erfolg und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Dankeschön, vielen Dank. Vor 25 Jahren im Jahr 1980 gründeten 3 Spielwarenhandelsvertreter ihr eigenes Unternehmen unter dem Namen Brekina. Die Abkürzung Brekina wird zusammengesetzt aus den Namen der Gründer Breitenbach, Kiesling und Nann. Brekina-Modelle sind hochwertige Sammlermodelle im Maßstab 1:87 und die Vorbilder sind Fahrzeugklassiker und Veteranen. Tja, und lieber Matthias Frank, in 25 Jahren Brekina sind eine Menge Modelle entstanden. Ich habe mal nachgelesen, so circa 300. Und wir beide wollen aber jetzt nicht die alten Modelle sehen, sondern die neuen Modelle angucken und die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen, was Brekina dieses Jahr an Neuheiten zu bieten hat. Ja, zu den bisher bekannten 300 Neuheiten gesellen sich zur Spielwarenmesse 2015 10 neue Formneuheiten dazu. Wir haben wieder sehr starken Wert darauf gelegt, dass wir ein möglichst umfassendes und breit gefächertes Programm zusammenstellen. Denn wir möchten haben, dass bei uns jeder was findet. Lkw-Bereich, Busbereich, DDR-Bereich, Pkw-Bereich und
Ich denke, wir haben ein recht interessantes Programm dieses Jahr zusammengestellt. Wollen wir mal aus dem Vollen schöpfen? Fangen wir doch mal ganz einfach an mit dem typischen Klassiker. Das sind ja ganz urige Fahrzeuge aus England, der Land Rover. Genau. Land Rover ist ein typisch englisches Fahrzeug, ist aber auf der ganzen Welt zu Hause. Das heißt, unser Land Rover hat sich im Jahr 2014 auf der ganzen Welt verkauft. Wir haben exportiert in die USA, wir haben nach Asien, konnten wir verkaufen. Und deswegen haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, dem Land Rover eine weitere Variante folgen zu lassen und haben einen geschlossenen Aufbau entwickelt, den wir hier vorstellen, der auch ab sofort lieferbar ist. Und wie viele Varianten insgesamt mit der geschlossenen Variante haben Sie dann am Start? Wir haben jetzt insgesamt nochmal 4 Varianten am Start. Zum ersten der ganz offene, nur mit der Windschutzscheibe. Dann haben wir einen mit einem Hardtop, einen mit Hardtop und Plane und eben jetzt der geschlossene. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Fahrzeugserie und Reihe, die ich ganz besonders liebe und die ich aus Kindertagen noch kenne, den Wartburg. Und Sie haben hier uns den Wartburg Coupé mitgebracht. Das ist richtig. Auch wir lieben unseren Wartburg. Das ist für uns ein alter Bekannter. Wir haben die Limousine seit mittlerweile 15 Jahren im Programm. Verkauft sich sehr gut. Wir haben dann vor 4 Jahren den Camping entwickelt, ein wunderschönes Freizeitmodell, damals schon sehr fortschrittlich in der Entwicklung. Und in diesem Jahr haben wir jetzt als Ergänzung der Wartburg-Familie sozusagen das Coupé und den Kombi Universal im Programm. Jetzt muss ich mal ketzerischerweise fragen, wer kauft denn diese Modelle am meisten? Die ehemaligen DDR-Leute oder mehr aus dem ehemaligen Westen? Können wir nicht so nachprüfen, denn es gibt ja viele aus der ehemaligen DDR, die im Westen wohnen. Insofern sind die Verkaufszahlen nicht ganz repräsentativ, aber wir merken es immer an den Zuschriften, die wir bekommen. Die meisten kommen schon aus den neuen Bundesländern, das ist richtig. Also das war ja auch mal mein Wunschtraum gewesen als junger Mann, damals noch zur Lehre gegangen. Irgendwo habe ich den Wartburg angestrebt. Aber dazu ist es ja nur leider Gottes nie wieder gekommen. Jetzt fahren wir halt ein anderes Auto. Ja, dann schauen wir uns mal weiter um in Ihrer Fahrzeugpalette. Der Wartburg Kombi. Richtig, der Kombi 1956 entwickelt, war ein damals sehr fortschrittliches Fahrzeug. Also VW hat da im Westen noch den Käfer gebaut und sonst nichts. DKW war auch ein Zweitakter mit deutlich weniger Platz. Vom Komfort, von der schnittigen Karosserie, vom Styling her war er 1956 up to date und fast schon führend. Also haben wir ja damals immer noch den Wahlspruch gehabt, überholen. Wir wollten ja den westdeutschen Kapitalismus überholen. Also waren wir zumindest, was die Fahrzeuge betrifft, eine Weile doch ganz schön vorn, oder? Das ist richtig. 1956 auf alle Fälle. Ja, später kam es dann anders. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Klassiker. Ein ganz kleinen Klassiker. Gut, jetzt sagen wir zu einem kleinen. Ich meine, die Größe, das war ja nun also als Größe gesehen, es ist ja ein Fahrzeug, es ist klein, da haben Sie recht. Aber da war ja fast überall zu Hause und hatte auch einen ganz seltsamen Namen gehabt, nämlich Goggomobil. Richtig. Wir haben das Goggomobil schon länger im Programm bei uns. Die Limousine fährt jetzt seit 10 oder 12 Jahren sowas im Prekina-Programm. Wir haben den Kleinlaster, den Goggo damals gebaut hat für die Post. Hauptsächlich haben wir schon länger im Programm. Was fehlte, war eben das Goggomobil Coupé. Wir haben uns auch sehr viele Zuschriften erreicht dazu, die gemeint haben, jetzt ist es doch endlich an der Zeit, die Familie komplett zu machen. Wir haben angefangen zu vermessen. Die Entwicklung läuft. Ich denke, dass bis im Sommer 2015 mit den ersten Fahrzeugen zu rechnen ist. Na, da werden sich ja die Leute, die das gefordert haben oder gewünscht haben, sich von Ihnen ja sicherlich sehr freuen. Jetzt treffen sich übrigens alle dieses Jahr. Das Goggo wird 60 Jahre. Und die große Goggo-Gemeinde, die trifft sich über Pfingsten in Dingolfing in Bayern und wird den 60. Geburtstag zelebrieren. Wir hoffen, dass wir bis dahin die ersten Muster fertig haben. Also, das war ein kleiner Aufruf an alle, die Goggomobil-Fangemeinde nach Dingolfing zu kommen. Ich denke, das wird also auch gehört werden. Ja, jetzt kommen wir zu etwas größeren Fahrzeugen. Jetzt kommen wir in den Bereich der Omnibusse. Im Bereich der Omnibusse haben wir 2 ganz interessante Neuheiten aus Österreich im Programm. Das sind keine eigenen Prekina-Modelle, muss ich gleich dazu sagen. Da haben wir nichts mit der Entwicklung zu tun. Wir importieren die und das handelt sich um den Steyr 480A und um einen Saurer Bus.
Neben den einen Bus, den wir jetzt gerade gesehen haben, habt ihr noch einen Bus im Programm, der dann wirklich sehr, sehr verspielt in seinen Rundungen aussieht. Was ist denn das? Das ist der eben erwähnte Saurerbus. Der Bus wurde speziell angefertigt für einen Staatsbesuch von Chruschtschow. Die österreichischen Saurerwerke, die hatten damals recht altmodische Busse. Und um dem Staatsbesuch gerecht zu werden, hat man eben die alten Busse mit einem neuen Blechkleid versehen und hat es modernisiert, bisschen aufgerüscht, aufgehübscht und mit Chromzierrad versehen. Und das sind eben die heute etwas barock wirkenden Formen. Also dann sage ich mir mal so, dann hat sich ja auch heute nichts geändert. Wenn Staatsbesuche gemacht werden, werden ja große Geschenke vergeben. Aber einen Bus extra zu einem Staatsbesuch zu kreieren, finde ich schon mal eine ganz tolle Idee. Chruschtschow bekam den Bus leider nicht geschenkt. Der Bus wurde für den Chruschtschow-Besuch gebaut als Konferenzbus. Der hat also alle möglichen technischen Einrichtungen und in diesem Bus wurde eben konferiert. Gibt es den Bus eigentlich heute noch? Den Bus gibt es heute noch. Den hat dann die österreichische Post übernommen und der ist heute in Österreich, steht er im Museum und ist allgemein zugänglich und zu besichtigen. Das nächste Busmodell, weiß ich, habe ich auch nachgelesen bei euch im Katalog, war ein ganz großer Wunsch vieler, vieler Freunde der Icarus-Serie. Und ich gestehe, so einen Bus habe ich schon gefahren. Sehr schön, ich leider noch nicht. Ich war bei der Vermessung nicht dabei. Aber ich werde es irgendwann nachholen bei einem Oldtimer-Treffen. Da werde ich vielleicht die Gelegenheit noch haben. Aber der Bus hat in der Anzahl der Zuschriften sogar das GoGo überholt. Und es war wirklich das meistgeforderte Modell. Ist für uns Grund genug, das auch umzusetzen. Die ersten beiden Handmuster haben wir schon hier. Wir rechnen bis Mai, Juni mit der Serienauslieferung. Also ich sag mal so, viele Busse gibt es ja nicht mehr, die fahren und wirklich restauriert sind und anschaubar sind. Aber das ist wirklich immer ein Hingucker. Vor allen Dingen, er hat ja einen Heckmotor gehabt. Das war ja auch eine ziemlich laute Angelegenheit bei dem Bus. Aber für die damalige Zeit auch eine recht komfortable Kiste, sage ich mal ganz einfach. Richtig und vor allem auch fortschrittlich. Der Bus ist ja in Ungarn gebaut worden. Und gerade zu der Zeit, als der Bus eben von der Front nach hinten wanderte und die Icarus-Werke waren bei den ersten, die eben so fortschrittlich dachten und den Bus ins Heck verpflanzten. Wobei der 55 ja auch eine ganz kraftanstrengende Arbeit war, da hat er noch keine Lenkhilfe gehabt, das kam erst beim 66er, beim Nachfolger. War halt ein Bus für richtige Männer. Ja, für richtige Männer, die auch richtige Autos fahren, haben wir natürlich auch ein ganz tolles Tankfahrzeug im Angebot, ein Mercedes. Ja, es ist immer schwierig, bei den deutschen LKWs noch Lücken im Angebot zu finden. Mittlerweile möchte ich fast behaupten, dass so gut wie alle prägnanten LKWs werden von irgendeinem Hersteller in H0 gefertigt. Und es wird immer schwieriger, da noch Ausnahmen zu finden. Es ist uns diesmal gelungen, eine richtig schöne Ausnahme noch zu finden. Es ist eben der Mercedes Rundhauber in der langen Ausführung, mit der langen Haube. Als Fernverkehrszugmaschine und erstes Handmuster haben wir auch schon hier, findet begeisterten Zuspruch. Egal wer von der Presse kommt, ist von unseren Neuheiten das Teil, was am meisten fotografiert wird. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, muss ich sagen, weil das ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug und sollte eigentlich bei niemandem in der Sammlung fehlen, sage ich mal. Ne? Ja, ein weiteres Fahrzeug. Das Nummer 9 bei den diesjährigen Neuheiten ist der Unique. Ist ein LKW aus Frankreich. Ist bei uns nicht ganz so bekannt. Ist eine außergewöhnliche Form, würde ich sagen. Ja, ist nur deshalb kennen es einige, weil er eben eine richtig außergewöhnliche Form hat, die sich von allen anderen LKWs unterscheidet. Und das war auch ausschlaggebend, dass wir eben gesagt haben, den machen wir auch.
ich sag mal so, das werden wahrscheinlich die Menschen kennen, die im Bereich A5 wohnen, also bis Richtung Schweizer Grenze, also weil sie, wo die französische Seite winkt, die werden vielleicht die LKWs noch gesehen haben, aber weiter im Landesinneren werden wir sie wahrscheinlich nie gesehen haben. Richtig. Ja. Ja, und zum last but not least haben wir natürlich noch zum Schluss ebenfalls, also ich habe den Eindruck, er macht nur Langhauber, auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Richtig, diesmal ist es der Unique mit dem Kofferaufbau. Die erste Variante hatte einen typisch französischen Großraumaufbau aus Holz gefertigt, um landwirtschaftliche Güter zu transportieren, um Heu zu transportieren, um Kisten zu transportieren. Und die 10. Neuheit ist eben gleiche Kabine, aber ein Kofferaufbau, wie es eben in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich üblich war, um Güter zu transportieren. Ja, das waren also mal so ein kleiner Querschnitt an Neuheiten, die wir von Brekina vorstellen wollten. Es sind sehr interessante und sehr schöne Modelle dabei. Und dann würde ich natürlich sagen, für die Zuschauer, wer natürlich noch mehr Modelle sehen möchte, haben wir hier was ganz Tolles, nämlich einen wirklich sehr gelungenen Katalog. Ich meine, Sie werden Ihren Namen gerecht, dass Sie also wirklich in den Bereichen grasen, wo wir die gute alte Zeit vermuten. Und in diesem gelungenen Katalog finden wir natürlich noch viel, viel mehr Modelle. Ja, lieber Matthias Frank, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Neuheiten, die Sie uns vorstellen wollten und konnten. Und wie gesagt, weitere Fahrzeuge finden wir dann im Katalog wieder. Dann wünschen wir Ihnen für die Messe alles Gute, gute Geschäfte und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, hat mir Freude gemacht, Ihnen alles zu zeigen und zu erklären. Und hoffentlich sehen wir uns hier im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank. Ja, liebe Blödmann-Freunde, jetzt präsentieren wir Ihnen eine absolute Neuheit. Wir sind bei ESO. Jetzt werden Sie denken, wieso? Ja, ESO ist nicht die Neuheit, aber unter dem Dach der Marke ESO ist eine weitere Marke platziert worden. Und das ist wirklich die Top-Neuheit und Sensation auf dieser Messe, die Marke Pullman. Und neben mir steht Gunnar Müller. Er vertritt diese Marke unter dem Dach von ESO und er wird sicherlich uns jetzt einiges erzählen können. Was verbirgt sich unter diesem Namen? Ja, die Marke Pullman ist, wie Sie schon gesagt haben, eine Marke der Firma ESO. Wir wollen starten mit neuen Modellen im G-Spurbereich, im Spur-1-Bereich. Das werden im G-Spurbereich Modelle von der Rheinischen Bahn erstmal werden und im Spur-1-Bereich wird es die NOHAB werden. Kommen wir doch mal zur größeren Spur erstmal, bevor wir zur Spur 1 kommen. Im Außenbereich die Spur G, die Gartenbahn, Rätische Bahn. Das ist ein Triebwagen, er steht auch hinter uns hier auf dem Diorama, die Reihe RH8. Was ist das für ein Fahrzeug und wie ist der ausgestattet? Das ist der RHB-Triebwagen ABE 442. Den machen wir mit 4 Betriebsnummern in 2 Epochen. Ausgestattet ist er mit einem ESO LogSound XL Decoder mit Pufferspeicher. Eingebaut ist ein Kurvensensor, dass das Kurvenquietschen automatisch kommt. Das Bremslichtflackern im Drehgestell wird automatisch ausgelöst. Die Pantographen sind ferngesteuert, heb- und senkbar. Führerstandbeleuchtung, Innenbeleuchtung und der Schweizer Schlusslichtwechsel. Ich hätte mich jetzt fast gewundert, wenn diese Ausstattung nicht da gewesen wäre. Denn wie gesagt, wenn Sie unter dem Dach von ESO arbeiten, ist das ganz klar, dass die Fahrzeuge auch in der Ausstattung kommen, die ESO-Fans eigentlich erwarten. Neben dem Triebwagen und der Ausstattung, die Sie gerade genannt haben, gibt es natürlich im Gartenbahnbereich auch noch Güterwagen, die Sie auch jetzt passend anbieten. Nee, passend ist Quatsch, die also angeboten werden. Die stellen aber auch wieder eine Neuheit her, die also ein Hersteller im Gartenbahnbereich noch nie hatte. Richtig, das sind die Schotterwagen der Bauart FD. Die machen wir in 2 Formvarianten, also von der MGB bzw. VKO-Waldbahn und von der Rheinischen Bahn. Alle Bauartunterschiede werden da berücksichtigt. Farbe, Beschriftung, ist auch selbstverständlich, dass das alles dem Original entspricht. Jetzt kommt natürlich die Frage, die natürlich jetzt ein Modellbahner auch stellen würde, wenn er an meiner Stelle stellen würde, sind die Fahrzeuge schon zu haben bzw. ab wann sind die auf dem Markt? Also wir planen eine Lieferung, die erste Auslieferung Ende Mai, Anfang Juni, wenn alles gut läuft. Also passend und genau richtig zum Anfang der Gartenbahnzeit. Richtig, genau, zu Ostern oder kurz nach Ostern. Ja. Naja, ist doch mal eine Sache wert. Ja, okay. Spur 1 ist ja auch eine Königsspur, eine sehr schöne Spur, sicherlich nicht für jeden Geldbeutel gedacht, aber immerhin was ganz Feines. Und Sie steigen da eigentlich mit einem Klassiker ein, mit der Rundnase. Richtig, das ist die NOHAB.
Die werden wir auch natürlich voll elektronisch ausstatten, weil das die Kunden von uns, sie sind es aus dem H0-Bereich gewöhnt, dann müssen wir das in Spur 1 natürlich auch machen. Also der Rauchgenerator, angetriebene Dachlüfter, das Bremslichtflackern, natürlich auch ein Esolog Sound XL-Decoder mit Pufferspeicher eingebaut. In welchen Varianten oder in welchen Bedruckungsvarianten oder Bahnverwaltung kommen die Maschinen? Also es werden insgesamt 10 verschiedene Varianten geben. Da ist die dänische, eine norwegische, die Strabag, die NEG. Die werden Sie ja nachher auf den Bildern noch Teile davon sehen. Ja, das ist ja erstmal für den Start, für den Anfang schon mal ganz toll. Es war kurz und knapp, was wir hier vorgestellt haben. Von der neuen Marke Pullman von ESO. Und liebe Modellbahnfreunde, gewöhnen sich mal an dieses Gesicht. Gunnar Müller wird auch nächstes Jahr wieder bei uns sein und dann sicherlich das eine oder andere, was dann unter der Marke Pullman oder dem Dach ESO produziert wird, vorstellen können. Vielen Dank, viel Spaß noch auf der Messe und dann bis nächstes Jahr. Danke. Dankeschön. ...1949, also vor 66 Jahren, wurde das traditionsreiche Unternehmen Pico in Chemnitz gegründet. Es war bis zur Wende 1989 das Unternehmen und die Marke für viele Modellbahner in der ehemaligen DDR und auch des ehemaligen Ostblock. Nach der Wende 1992 bekam Pico einen neuen Chef, Dr. René F. Wilfer. Anfangs belächelt, machte er aus der grauen Maus ein modernes Unternehmen und hat seinen Platz gefunden. Damit hat es René Wilfer der Branche bewiesen. Mit Unternehmergeist, Innovation und Begeisterung kann man aus einer grauen Maus, um bei dem Tiervergleich zu bleiben, durchaus einen stolzen Schwan machen. Lieber Dr. René Wilfer, wir sind jetzt ganz gespannt auf die Pico-Neuheiten, die Sie uns heute präsentieren werden. Herr Buttig, zunächst vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass ich wieder bei Ihnen auftreten darf. Ich begrüße alle Pico-Fans und ich hoffe, dass wir ein gutes Programm dieses Jahr wieder für Sie zusammengestellt haben. Und damit will Herr Buttig jetzt mal anfangen. Ja, das Programm ist das Stichwort. Spur G, Gartenbahn, eine wunderschöne Lokomotive, die sicherlich sehr viele Fans finden wird, die Baureihe 24. Baureihe 24, eine Dampflok mit Tender, hat nicht verchromte Radsätze, sondern Edelstahlradsätze. Wir haben Rauchentwickler eingebaut, sehr detailliert. Ich glaube, ein sehr interessantes Modell, was viele Freunde finden wird. So, dann gibt es eine weitere Neuheit im Steuerwagen. Es gibt einen Steuerwagen, der passend ist zu unseren vorhandenen Personenwagen mit einem Wittenbergkopf. Und ich glaube, das wird viele Fans finden, weil, ja gut, ich meine, man braucht einen Steuerwagen bei einer Lok und Personenwagen, dann gehört ein Steuerwagen dazu. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, das zu machen. Würde ich sagen, sinnvolle Ergänzung, dann kann man vorwärts wie rückwärts mit dem Zug fahren, genau. Ohne die Lok umhängen müssen. Richtig. Alles klar. So, dann haben wir eine weitere Lokomotive, das ist nämlich die V20. Entschuldigung, ein sehr interessantes Modell. Eine kleine Diesellokomotive, Verschublokomotive, die auch auf kleinen Strecken im Einsatz war. Und das ist sehr ähnlich zu der V36, die wir letztes Jahr rausgebracht haben, ein bisschen kleiner. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Modell, was auch viele Freunde finden wird. Jetzt haben wir so viel über Lokomotiven gesprochen. Gibt es auch ein paar Wagen. Ja? Da gibt es auch noch ein paar Wagen, die Pico zu bieten hat. Ja, nämlich? Also wir haben zwei offene Wagen stehen hier. Einen Kohletransportwagen und einen, Kalkkübelwagen. Kalkkübelwagen und ein Kokstransportwagen. Ja, gut. Haben wir das nicht gesagt? Ja, die zwei Neuheiten. Und dann haben wir noch einen anderen, einen Baumtransportwagen. Wir haben auch Drehschemelwagen, die haben wir allerdings jetzt nicht auf der Messe da. Die sind noch nicht so weit, die sind gerade in Entwicklung. Und aber mit den Baumtransportwagen, da haben wir auch hier schon ein Modell, was wir zeigen können. Also kann der Gartenbahner durchaus seine Äste, die da rumliegen, schön wegtransportieren. Richtig. Und noch eine Neuheit. Und noch eine Neuheit. Nämlich im G-Bereich haben wir den Uerdinger Schienenbus. Gut, nicht unbedingt eine Formneuheit, sondern in der DB-Version haben wir den dieses Jahr mal aufgelegt. Und ich glaube, auch das ist eine interessante Geschichte. Und war der Erwähnung unbedingt wert? Ich glaube schon. Und ganz wichtig,
Aber hier haben wir es natürlich nicht ausgestellt. Wir haben ein sehr, sehr breites amerikanisches Programm. Sehr viele Moguls, sehr viele Personen- und Güterwagen. Aber hier auf der Messe sind sie nicht da, weil sie halt wesentlich für den amerikanischen Markt. Aber die amerikanischen Modelle kann man sich ja durchaus dann auf den Webseiten bei Pico sicherlich ausführlich betrachten. Ja, unsere Kunden können die auch bestellen bei uns. Also der Handel hat sie ja auch zur Verfügung. So, kommen wir jetzt zur nächst kleineren Spur, H0. Damit überraschen Sie ja eigentlich die Modellbahnwelt bei der diesjährigen Messe, das sogenannte, ich muss noch mal gucken, Pico Smart Control. Was ist denn das? Pico Smart Control System. Wir haben ein komplett neues Digitalsystem entwickelt. Das ist der Pico Smart Controller. Mhm. Das Besondere daran ist, dass Sie nicht, wenn Sie bei uns entsprechende Premium-Startsets kaufen, da ist der Smart Controller drin, da ist die Smartbox drin. Sie kriegen alles. Sie haben eine Android-Oberfläche bei der Geschichte hier. Sie brauchen keine Apps runterladen. Sie haben alles dabei. Und das Besondere bei der Geschichte ist, Sie haben einen traditionellen Regler. Und ich glaube, das ist für die Modelleisenbahner einfach wichtig. Ja. Nämlich nur ein Smartphone zu haben und dann die Geschwindigkeit mit dem Finger rauf und runter zu schieben, das hat mit Modelleisenbahnfahren nicht ganz so viel zu tun. Das geht hier natürlich auch, aber Sie können den so mit dem Daumen ganz normal bewegen und damit können Sie Ihre Züge steuern. Und das Ding hängt an dem Smart Box dran. Wir steuern das über eine Wireless LAN, was nicht irgendwie in Konflikt steht zu Ihrem eigenen Netzwerk. Sie kriegen alles zusammen. Sie kaufen das Startset, schließen das an und auf geht's. Selbsterklärend. Und das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Und ich glaube, die gibt es auf der Messe nur einmalig bei uns hier in dieser Art und Weise. Und da bin ich stolz, dass wir auch wieder zu einem günstigen Preis ein digitales System unseren Kunden bieten können, was absolut an der technischen Spitze steht. Was haben denn die Kunden oder sagen wir mal die Händler bereits an den Ständen dazu gesagt? Also die sind ja auch damit neu konfrontiert worden. Wie finden die das? Die Händler, also bisher ist die Reaktion sehr gut. Mhm. Also denjenigen, denen wir das zeigen, die sind alle begeistert davon. Okay. Und die sagen, ja, tatsächlich, das ist was man anbieten kann. Na, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dieser Innovation. Und ich denke, es wird sicherlich bei den Pico-Fans auf alle Fälle ganz gut ankommen. Ich hoffe. Ja. Aber Spur H0. Gehen wir weiter. Eine Diesellokomotive, die Diesel-Elektron, ist ja auch neu aufgelegt worden für dieses Jahr. Ja, also nachdem wir mit der Vectron, mit der E-Lok letztes Jahr rausgekommen sind, haben wir jetzt dieses Jahr die Diesellok nachgeschoben und die ist ja relativ schnell da. Also das Original ist ja auf der InnoTrans vorgestellt worden. Es fährt jetzt mittlerweile ein Modell von Siemens im Siemens-Lokpol und wir haben dieses Modell schon im Programm und wird auch in den nächsten Monaten ausgeliefert. Okay. Dann gibt es eine Baureihe 119. Ich habe gesehen, das ist ein Handmuster. Die 119, das ist kein Handmuster, Herr Botek. Handmuster sind handgeschnitzt. Handgeschnitzt. Das ist nicht handgeschnitzt, okay. Das ist schon ein Modell, was aus der Form ist. Mhm. Das ist also sozusagen ein Vorserienmodell. Mhm. Da ist noch nicht alles ganz optimal. Die Fenster sind noch nicht so, wie sie hinterher sein sollen. Aber das ist ganz normal, wenn man eine neue Form baut. Dann hat man immer Teile daraus, die halt noch nicht so ganz gut sind. Die müssen noch nachgearbeitet werden, die Formen müssen nachgearbeitet werden, bis man dann in Serie geht. Aber wir haben uns gesagt, hier können wir es schon mal auf der Messe ausstellen, weil dann sehen die Kunden, dass wir also nicht nur was ankündigen, sondern dass wir auch schon was gemacht haben. Okay, wir ergänzen, das ist allerdings Spur TT. Bei H0 haben wir noch was, und zwar H0 haben wir noch die BR150. Richtig. Als E-Lok, glaube ich, ein sehr schönes Modell. Und neben der 150 machen wir auch noch die 103. Mhm. Die kommt auch raus. Die 103 haben wir jetzt allerdings noch nicht da. Mhm. 150 ist auch schon ein Vorserienmodell, ist schon sehr weit gediehen. Wird also auch demnächst ausgeliefert. 103 kommt ein bisschen später im Jahr. Also da haben wir eine ganze Menge. Dann auch noch eine Diesellok, die V60. Ja, haben Sie wieder in Ihrem Spickzettel nie richtig nachgeguckt. Doch, da steht doch alles drauf. So weit war ich doch noch gar nicht. Ach, Sie wollten nur mit TT anfangen. Okay, dann machen Sie mal weiter. Ja, nein, die Baureihe 150, die Sie angesprochen haben. Ich bin jetzt ganz vorsichtig mit der Formulierung. Vorserienmuster? Ja, ein Vorserienmuster. Ja. Allerdings noch nicht bedruckt. Aber die Formen sind schon sehr weit. Das sieht man von der Detaillierung her. Da ist kein Grat mehr dran und nichts mehr. Die Handstangen sind schon sauber und so. Okay. Also die ist schon sehr weit in der Entwicklung, aber eben noch nicht bedruckt. Genau.
So, jetzt haben Sie mich ein bisschen aus dem Konzept, ist unglaublich, liebe Zuschauer, er hat mich aus dem Konzept gebracht. Wir springen wieder zu TT zurück, die V60. Nee. Nein. Jetzt war ich raus. Liebe Pico-Fans, die V60 gibt es in H0. In TT schon gegeben. Und jetzt machen wir die V60 auch in H0. Also. Nein, wir müssen jetzt anders machen. Also komm. Also, machen wir weiter. Wir machen weiter. Die Baureihe 150, die Baureihe 150 machen wir jetzt Cut und jetzt schneiden wir um. Ja, das ist doch das Schöne. Das, wir müssen noch ein bisschen was bringen. Ja. Wir können auch nicht nur einfach so... Nein, machen wir nicht. Das machen wir sowieso nicht. Das machen wir sowieso nicht. Also, die Baureihe 103 ist angesprochen worden. Ist ja eine wunderschöne Schnellzuglokomotive der Deutschen Bundesbahn damals gewesen. Fährt ja immer noch auf den Gleisen. Und da gibt es eine Kurz- und Langversion, habe ich gelesen. Beide Versionen kommen. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Definitiv. Definitiv. Ich nehme wie das bei Pico immer so üblich ist. Wir haben letztes Jahr alle Modelle, die wir angekündigt haben, haben wir ausgeliefert. Das wissen unsere Pico-Fans auch. Und ich glaube, da haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Industrie, dass wir eben nicht irgendwelche Ankündigungen machen und dann zwei Jahre später irgendwann sagen, ja, vielleicht kommt sie, sondern sie kommt in dem Jahr, wo wir sie ankündigen. Das ist doch mal ein Wort eines Mannes, der hier für Pico steht. Ja, dann haben wir noch im TT-Bereich, die Baureihe 119 hatten wir gerade besprochen, die Baureihe V62 in zwei Varianten. Die V62 in zwei Varianten mit zwei unterschiedlichen Führerhäusern kommt raus, auch im Laufe des Jahres. Auch irgendwann im Laufe des Jahres. Aber ja, definitiv. Also da stehen auch schon Vorserienmuster. Also die Formen sind schon gemacht, die sind schon sehr weit gediehen. Also wir liefern dieses Jahr relativ viele Modelle schon im ersten halben Jahr aus, weil wir schon frühzeitig letztes Jahr angefangen haben, die Sachen zu entwickeln. Wir sind schon in Formenbau gegangen und wir sind jetzt auch schon dabei in der Entwicklung für Modelle, die wir nächstes Jahr rausbringen werden. Also wir sind da Gott sei Dank durch unsere aufgebaute Entwicklungsabteilung jetzt schon so weit, dass wir lange im Voraus die Sachen angehen können. Und das führt einfach dazu, dass man die Formen früher fertig hat. Kommen wir jetzt von ganz groß zu ganz klein. Wir haben den Uerdinger Schienenbus hier unten in Spur G und da kommt auch noch ein N. Ja, wir haben eine große Mikrowelle gekauft und haben den Uerdinger reingestellt und jetzt haben wir ihn eingedampft auf Spur N. Und Sie sehen den, der ist auch schon sehr weit gediehen. Und ich glaube, der wird sogar im März, dürfte der schon ausgeliefert werden. Ist in unserem Werk in China, ist der jetzt im Januar in die Produktion gegangen, wird jetzt, glaube ich, im Februar ausgeliefert in China und kommt dann irgendwann im März in den Handel. Jetzt haben wir so fürchterlich viel besprochen, alles was die Modellbahn und Pico anbetrifft, haben viel Spaß gehabt. Aber eine Frage müssen wir jetzt beantworten. Welchen Optiker haben Sie denn? Ich habe einen Freund in Westfalen-Halle, der ist Goldschmied, der entwickelt die Brillen. Und ich habe einen Optiker hier in Nürnberg, Dittmer und Dittmer, der also dann den letzten Schliff an die Brillen legt und dann eben solche Modelle macht, wie Sie sie ja alle von mir kennen. Da kommt man überhaupt nicht ran an die, oder was? Nein, muss man sich selber was einfallen lassen. Lieber René Wilfer, hat wieder viel Spaß gemacht. Danke für die Neuheiten von 2015. Wir wünschen Ihnen noch ganz viel Erfolg hier auf der Messe. Viel Spaß. Danke. Wie wir auch beide hier beim Gespräch hatten. Und wir freuen uns aufs neue Jahr 2016 mit wieder vielen Neuigkeiten von Pico. Danke. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich wünsche den Pico-Fans ein erfreuliches 2015. Würde mich freuen, wenn Sie alle zum Tag der offenen Tür am 20. Juni zu uns nach Sonneberg kommen. Vielen Dank. Dürfen wir auch kommen? Ja, selbstverständlich dürfen Sie kommen. Würde mich sehr freuen. Der letzte Tag unseres Rundgangs hier auf der Messe in Nürnberg beschert uns immer einen Besuch bei NMJ, bei einem lieben Freund von mir, nämlich Finn Mu. Und er wird uns, und natürlich auch Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, wieder die Neuheiten von NMJ vorstellen. Nun haben wir natürlich ein Problem. Ich habe im Katalog geblättert. Lieber Finn, was halte ich denn davon? Das ist natürlich, das kommt, aber wir konnten nicht was zeigen.
Und dann haben wir uns entschieden, statt nur ein Vorbildbild zu zeigen, wir haben viel, öfter mal viele Dinge angekündigt und Leuten mussten lange warten. Wir wollten dann gerne was zeigen am Ende. Ja. Deswegen haben wir so gemacht. Und jetzt wird wild spekuliert in Foren und Medien und überall. Schön. So, wild spekulieren tun wir nicht, denn wir haben sie wirklich ganz exklusiv für Sie, die Neuheiten. Ich lege mal dieses Buch schnell weg. Ja. Ich gehe mal aus der Kamera. Und wir sind ja ganz modern, wie man filmen. Wir haben unseren Spickzettel, unseren elektronischen, sodass wir alle beide nichts Falsches sagen. Genau. Wir fangen an und zwar, zack, zack, zack. Die erste Neuheit in H0, Triebwagen BM 68 A und B. Ja, ein Klassiker auf der NSB-Schiene. Ja. War richtig der Hauptzug für die mittleren Distanzen von 54 bis 90er Jahren, Anfang 90er Jahren, wenn die neue Triebwagenzüge kommen waren. Und es ist ein schöner Triebzug. Es war ein Zug. Ja. Nee, keine Triebwagen, sondern ein Zug. Ein Triebzug. Ja, war wieder falsch. Also ein Triebzug. Wenn du sagst, dass der also von den 50er Jahren schon gelaufen ist, gab es da auch eine Modernisierungsvariante davon? Ja, die waren dann modernisiert. Die haben die Leitern zum Dach abgekürzt und ein bisschen Spiegel weggenommen, eine Führerkabine weggenommen und so. Die hatten zwei Führerkabinen in Motorwagen. Deswegen. Dazu muss man auch sagen, ist ein Superline-Modell, also ein besonders fein und klasse detailliertes Modell. Ist es, allemal, also Handarbeit mit aller Detaillierung, was möglich ist. Wird ein sehr, sehr, sehr schönes Modell. Die Ausstattung, digital sicherlich mit Sound? Alle mögliche. Jede Version, also analog, digital, digital mit Sound kommt alles. Kommen wir zur nächsten Neuheit, eine wunderschöne Dampflok. Für deutsche Augen etwas ungewöhnlich, die Lok, aber ein auch sehr wunderschönes Modell. Ich muss mal noch mal gucken, TG... TGUJ. TGUJ. M3B. Das ist ein Erzbahn-Lokomotiv von dieser Bahn, von dieser Grüben da oben in Mittelschweden von Grängesberg. Und die Züge gingen von Grängesberg nach Ostseeküste und Erz wurde da in Schiffe umgeladen. Und war sehr stark, aber sehr kompakt, weil die Drehscheiben war kurz und Tende war kurz und hoch. Und sieht ein bisschen komisch aus, schwedisch, typisch schwedisch doch, aber sehr schön ist das allemal. Kommt auch in digitale, also das heißt in Soundversion, so wie man das an und für sich auch von euch gewohnt ist. Eine klasse Detaillierung, ein sehr feines Modell, aber eine Lokomotive ohne Wagen ist ja eigentlich nichts. Und dann habt ihr euch gedacht, wir machen gleich die passenden Wagen dazu. Haben wir gemacht, dieser Erzbahnwagen, dieser MAS oder M2. Von 1902 machen wir später, von 1908 ist heute oder im Dezember und Januar gekommen. Und die passen zu dieser Lokomotive und auch an den norwegischen Äquivalent, die Typ 29. Und dieser Wagen war bis 82 in Betrieb, also über 70 Jahre in dieser harten Dienst mit Erztransport. Erstaunlich. Und du hattest gesagt, die kommen in zwei Bahnverwaltungen? Ja, der war schon bei der Erzbahn da oben, dass die Strecke auf norwegischer Seite 40 Kilometer lang war. Und auf die schwedische 160, das bedeutet 1000 norwegische Wagen und 3000 schwedische. So war es aufgeteilt. Viele wussten das gar nicht und ich wusste selber nicht, dass es so viele norwegische gab. Aber die gingen alle gemischt in den Zügen. Also, sehr schöne Wagen. Die Zuschauer haben es jetzt auch im Bild gesehen. Sehr super detailliert. Jetzt kommen wir mal zu einer etwas größeren Spur. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Königsspur mit, die Spur 0 neben der Spur 1. Auch hier habt ihr wunderschöne Güterwagen gemacht und mir sind beim Vorgespräch sozusagen der Mund offen geblieben und die Augen aufgegangen. Es ist ja unglaublich, ist ja fast ein richtiger Güterwagen. Den könnte man ja auch draußen hinstellen. Ja, die sind schön, aber die müssen auch schön sein. Mit allen Detaillierungen, alle Bremsdetaillen. Wir haben alle Zeichnungen gefunden. Ich habe selber unter die Wagen gelegen und alles fotografiert von jeder Winkel, jeder Detail. Und so ist es entstanden, mit allen Bremsdetaillen, alle Unterteile und auf Gehäusen, Rungenwagen mit Ketten und alle Detaillen. Schön. Davon gibt es, auf den Güterwagen gibt es ja auch noch eine Kühlwagenvariante. Ja, diese gedeckte Güterwagen waren dann in den 50er Jahren, Ende 50er Jahren für Kühlwagen umgebaut. Deswegen. Ja. Kommen wir nochmal zur Spur H0 zurück. Du hattest gerade angesprochen, Güterwagen in Spur H0, auch sehr fein detailliert, Rungenwagen, wo sogar die Spannketten dazwischen laufen und wir haben es probiert, sind richtige Ketten.
die sieht genauso detailliert wie die Spur-Null-Wagen eigentlich für seine Größe. Und das ist auch auf die gleiche Art und Weise gebaut, also Messing, Handarbeit mit feinster Detaillierung. Von den Dampflokomotiven weiß ich, hattest du mir gesagt, die gleiche Bahnverwaltung gibt es E-Loks. Ja, das gibt von Firma Jeco, wofür wir die produzieren, ein Lokomotivtyp von 50er Jahren, das heißt HG. Und das war auch bei dieser TGU J gekauft und in Betrieb gesetzt. Die kommen in welcher Ausstattung? Kommen die auch digital mit Sound? Oder? Natürlich, jede Variante A, C, also Wechselstrom, Gleichstrom, digital Sound. Wir machen alles. Jetzt kommen wir nochmal zu der ganz typischen Produktpalette von euch. Die Lokomotiven mit dem Namen Rundnase. Nur Hub-Lokomotiven. Wir hatten ja in einer unserer Sendungen schon den ersten Prototypen einer norwegischen Variante vorgestellt, die DI3. Mhm. So, jetzt gibt es weitere Farbvarianten. Ja, wir machen vor allem die norwegische Neudesign, sogenannte Neudesign. Ab 83 waren die rot, scharfrot mit schwarzem Dach. Dann machen wir die belgische Typ 202 oder 52er Klasse mit einer Streife. Und dann machen wir auch neue Varianten von der dänischen und auf die luxemburgische Variante. Demnächst kommen mehrere Varianten im Laufe des Jahres. Also die Nachfrage erspare ich mir jetzt natürlich auch mit Sound. Alles mit nur, aber ohne Sound geht nicht. Diese Klassiker muss man hören. Ja. Soweit erstmal in Eilzugstempo die vielen Neuheiten, die ihr anzubieten habt. Der Katalog ist ja riesendick. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal hier in Deutschland warst auf der Messe? Mit welchem Katalog bist du hier angetreten? Ja, das erste Mal in 84, wenn wir ausgestellt hatten, hatten wir ein A4-Blatt zweiseitig gedruckt, das war es. Und dann, zweiseitig bedruckt? Ja, war beide Seiten gedruckt. So, der Katalog ist ja, so wie ich das, ich habe es weggelegt, aber weit über 70 Seiten stark. 206 Seiten stark ist der Katalog. Ich habe stark untertrieben, Entschuldigung. Macht nichts. Macht gar nichts. Also, es ist ein richtiges Schwergewicht an Neuheiten. Ja. Und es sind, so kann ich auch wirklich bestätigen, sehr fein, super detaillierte Modelle. Wir haben uns auch mal zwischendurch ein paar Güterwagen angeschaut. Die haben sogar richtige Ladungssicherung dran. Also alles vorbildgerecht, perfekt gemacht. Es ist eigentlich ganz toll. Ich will es selber haben. Prinzipiell mache ich alles für mich selbst, wie ich es selber haben möchte. Und ich bin froh, dass auch andere Kunden es von uns abkaufen, sodass wir weitermachen können. Aber ich bin selber Enthusiast. Ohne das geht es nicht. Der Meinung bin ich ja auch. Ich sage immer, wenn große Kinder spielen, ist alles in Ordnung. Genau. Große Männer müssen spielen. Ja, genau. Lieber Finn, vielen Dank für die Auskunft, für die Neuheiten von NMJ in diesem Jahr. Wir freuen uns schon wie verrückt auf nächstes Jahr. Aber ein kleines Highlight haben wir noch anzubieten. Wir sagen es einfach mal so, wir sehen uns im Sommer in Norwegen, in Oslo, treffen uns auf alle Fälle wieder. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Wir wünschen dir noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Weil die Görder hatten, im Grunde genommen. Danke. Gute Geschäfte und auch für nächstes Jahr. Danke schön, Frank. Danke. Ja, liebe Mutter und Freunde, jetzt stelle ich Ihnen den Mann vor, der einen Preis erhalten hat. Er hat den Preis erhalten, Kleinserienmodell 2015. Lieber Herr Weinert, was war es denn? Es war unsere BR38 in der Wendezugausführung mit dem geschlossenen Führerhaus. Unsere Neuheit vom letzten Jahr 2014, die also zum Modell des Jahres von den Lesern des Eisenbahnmagazins gewählt worden ist. Dazu unseren herzlichen Glückwunsch. Den Modellbahnern wird es sicherlich auch freuen, die Weinert unbedingt lieben und mögen. Aber wir kommen jetzt mal zu den diesjährigen Neuheiten, denn wir sind ja auf der Messe und die Modellbahnwelt will wieder wissen, was macht Weinert dieses Jahr. Wir fangen an mit einer ganz tollen Doppelkreuzungsweiche in H0. Ja, also unsere Hauptneuheit ist unsere Doppelkreuzungsweiche für mein Gleis im Winkel von 8,6 Grad. Das ist die schlankeste Weiche, die es dann im H0-Bereich als Serienmodell gibt, mit Ausnahme von Selbstbauweichen im Kleinserienbereich oder Kleinstserienbereich, denn unseres ist im Grunde in einem Großserienwerkzeug gemacht, auch wenn wir da keine großen Serien leider von herstellen.
Das ist unsere Hauptneuheit. Des Weiteren dann im Bereich der Fahrzeuge eine Wiederauflage des Urglaskastens, wobei wir aber dort auch ein neues Modell machen, nämlich die Ausführung 4 bis 6. Die PTL, die also einen hochgesetzten Kohlenkasten hat, ein bisschen länger im Gehäuse ist und auch genietete Seitenwände hat. Also eine Variante, das alte Modell ist 8 Jahre lang im Programm gewesen, beziehungsweise es war ausverkauft und deshalb legen wir es eben wieder auf. Und des Weiteren ein Schweizer Fahrzeug, den TM2, den es eben auch mit Schneeflügen gibt, wie er auch heute in der Schweiz noch läuft, wo wir uns also wirklich gewundert haben, vor der Messe nochmal geguckt haben, dass diese Fahrzeuge noch im Natura erhalten sind. Ja, das waren im Fahrzeugbereich. Jetzt sage ich mal salopp, jetzt kommen wir von der Schiene auf die Straße. Auch da gibt es sehr interessante Lkw-Modelle bei Ihnen. Ja, zum einen der Faun, das Kommunalfahrzeug, den wir vor 3 Jahren als Müllwagen hatten. Diese Kommunalfahrzeuge sind ja universell benutzt worden. Da sind die Behälter abgesetzt worden, da sind Pritschen draufgesetzt worden. Wir haben dieses Jahr das Pritschenfahrzeug. Und des Weiteren ein Käble Sattelzug. Und was Seltenes. Dann des Weiteren also Räder mit Gummireifen, mit Echtprofil, wo man also auch Fahrzeuge weiter mit ausrüsten kann, wo wir bisher zum Teil nur Weißmetallräder haben, die aber in der Detaillierung auch fast ungeschlagen sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wir sehen schon, Sie denken auch drüber nach, was Sie den Kunden anbieten. Ja. Es soll ja auch toll aussehen. Dann gibt es eine Reihe von Signalen, also diesen Wartesignalen, die ebenfalls neu im Programm sind. Ja, wir haben uns also entschlossen, wir haben diese Wartesignale in H0 schon sehr lange im Programm, sind dann später mal dazu übergegangen, das auch in N zu machen und werden es dieses Jahr in Spur 1 und in TT und Z machen. Das heißt, wir bieten wirklich von Z bis Spur 1 die volle Bandbreite in verschiedenen Ausführungen. Unbeleuchtet, mit Anstrahlleuchte, mit dem SH1 oder SH1 Kennzeichnung und Anstrahlleuchte. Also alles, was dort vom Vorbild möglich ist. Das klingt ja schon mal sehr gut. Dann gehen wir weiter in den Radsatz. Sie bieten auch Austauschradsätze an. Ja, wir machen dieses Jahr ganz neu die Radsätze für die V60 von der Firma ESO und ROKO zum Austauschen. Und zwar in RP25 und RP25 schmal, was eine wesentlich schönere Optik gibt in Neusilber, was auch für die gesamten Fahreigenschaften, für die Stromaufnahme wesentlich günstiger ist wie ein normaler Großserienradsatz. Und wir bieten des Weiteren unsere gesamten Vorlaufradsätze, die wir bisher in RP25 im Programm haben, auch in RP25 schmal an. Und last but not least können wir noch was nachsetzen. Die Abarbeitung der Neuheiten vom vergangenen Jahr, da haben Sie ja auch ein Stückchen was geschafft. Ja, es kommt jetzt im Februar der VT70 und wir sind jetzt bemüht, die Rückstände abzuarbeiten, aber das, was wir neu ankündigen, immer in dem Jahr mit rauszubringen, so wie wir es letztes Jahr mit der Wendezug 38 gemacht haben, weil das macht irgendwo Sinn und darum halten wir uns jetzt auch mit den großen Neuheiten gewaltig zurück. Jetzt muss ich mal Sie was ganz Persönliches fragen. Weihnacht Modellbau ist ja ein Begriff, auch in der Modellbahnwelt. Wir wissen, dass dieses Jahr die Messe zum 66. Mal stattfindet. Getreu dem Song, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Wie lange ist denn eigentlich die Firma Weinert dabei? Ja, 66 Jahre noch nicht. Also da kann ich selbst altersmäßig noch nicht mithalten. Aber 33 Jahre sind wir jetzt auch auf der Messe. Und wenn man das so in Ruhe mal Revue passieren lässt, ist es doch schon eine verdammt lange Zeit. Aber es macht noch immer wieder Spaß, hier zu sein, obwohl die Messe sich gewaltig gewandelt hat. Haben Sie denn noch so im Hinterkopf, was das erste Exponat von Weinert war, als die erste Ausstellung stattgefunden hat? Ja, das waren unsere Signale. Und als wir das erste Mal auf die Messe gegangen sind, haben wir gesagt, allein mit Signalen können wir nicht kommen. Dort haben wir damals dann in Endspur den Senator als Bausatz gemacht. Das war unser erstes Fahrzeugmodell. So hat sich das gewandelt. Also ganz beachtliche, tolle Palette. Lieber Weinert, vielen Dank für das kurze, knackige Gespräch, für die Neuheiten, die Sie uns vorstellen konnten. Wir freuen uns auf nächstes Jahr wieder und dann sind wir wieder bei Ihnen und dann werden wir mal sehen, was dann aus der Tasche gezaubert wird. Ich danke Ihnen und ich freue mich auch auf nächstes Jahr. Danke. Auf Wiedersehen. Das war der erste Teil unserer Berichterstattung hier von der Messe in Nürnberg. Das ist aber noch nicht das Ende. Wir bringen noch einen zweiten und dritten Teil. Freuen Sie sich darauf. Bis dahin, Ihr Frank Buttig.